Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Es geht weiter hier in Junon. Ich begebe mich jetzt zur Hauptgeschichte unter Junon. Und dann reden wir mit Priscilla, die uns dann erklären kann, wie wir oben in die Stadt kommen, die ja von Shinra abgesperrt ist, hier unten der Fahrstuhl. Sie lassen keinen hoch. Aber oben stehen Festlichkeiten bevor, weil wohl der Direktor ankommt. Also, viel Spaß mit der heutigen Folge. Mir sind übrigens all meine Materie abhanden gekommen. Alle? Oder sollte ich sagen, gestohlen worden. Da ich sie eh nicht benutzen konnte, ist das nicht weiter schlimm. Okay. Okay. Ich war das nicht. Übrigens Materia. Ich habe ja in der letzten Folge noch eine neue bekommen. Schaue ich mal kurz, das war irgendwie Widerstand, ne? Mal nur mal kurz lesen, was dann steht. Oh, Cloud ist eine Waffenstufe aufgestiegen. Das heißt, er hat mehrere Slots jetzt für seine Waffen frei. Hat Tifa das auch gekriegt? Tifa auch, durch den Kampf wahrscheinlich vorhin. Vorhin? Eben. Letzte Folge. Ihr wisst, was ich meine. Übrigens, vielen Dank für den Daumen nach oben in der letzten Folge, Leute. Sehr nett von euch. So, da. Also, immer wenn die Waffen, die Hauptwaffen, Waffenstufe aufsteigen, dann kommen teilweise hier neue Slots dazu für Materie und Kopplung und sowas. Deswegen haue ich da gleich nochmal was rein bei Tifa. Was könnte sie denn nochmal haben? Luft habe ich bei Barrett. Vielleicht auch nochmal eine Luft weiter leveln. Oder Gewitter und Luft, die muss auch gelevelt werden. Materialismus. Widerstand habe ich neu gekriegt. Effektdauer von negativen Zustandsänderungen um 25% reduziert. Mhm. Automagie, die sind alle. Morphen, Meister der Gegenstände. Bewusstsein. Willenskraft steigert man damit. Wir nehmen die da rein. Und hier, Entfesselung plus ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Oder MP hast? Nee, du brauchst nicht. Aktiviert nach Rückkehr von Kampfunfähigkeit Sangans Lehre. Okay. Ist das gut? Nimm mal das hier. So. Hatten eigentlich alle noch ein Level Up hier? Barrett? Barrett, alle haben einen Plus bekommen. Das ist ja voll gut. Was hat Barrett denn drin jetzt hier? Glut und Behandeln und da unten Luft. Ja, dann nimm mal noch ein Gewitter mit. So. Synchronschaden. Schock nachladen. Magische Attacke. Ne. Hier. Erhöht die Resistenz gegen Unterbrechung beim Feuerstoß. So. Danke. Aeris, die war ja sowieso schon höher als die anderen. Red. Ja, den habe ich jetzt in der Gruppe drin. Der hat Toxin und Frost dabei. Toxin und Frost. Glut, Frost, Dings, Gewitter, genau. Wer ist das? Irgendwas nochmal für später leveln? Provozieren und sowas? Vielleicht Bewusstsein? Einfach um das zu leveln, falls einer mal Willenskraft benötigt. Aber Willenskraft ist auch echt nicht so wichtig. Also schon, also nicht jetzt, aber könnte kommen. Nimm mal die Glut. Hat er nicht schon Glut gehabt? Nee, Toxin. Passt schon. Regenerative Rache. Heilt beim Aktivieren von Rachehaltung die Trefferpunkte. Auch nett. Erhöht Absorption durch bis um 30%. Verlängert die Dauer von Rächerhaltung. Das nehmen wir. Und Cloud hat auch noch was. Komm, Cloud kriegt jetzt das Widerstand rein. Dann levelt er den noch. So. Und dann physische Attacke plus 20. Warte mal, was ist das mit ATB-Backen? ATB-Verbrauch von Waffenfertigkeiten. Nee, wir machen Damage. So, sorry dafür, aber wisst ihr, das gehört dazu, die Charaktere anständig auszurüsten. Und wenn die gerade eine Stufe aufgestiegen sind und da wieder zwei neue Slots haben, dann ist das wichtig, das ranzupacken. So. Die salzige Seeluft ist hier in jedes. Na? Fotodebütant. Ja. Abgeben. Du hast wahrlich den besten Ort für ein Foto in dieser Region gefunden. Ich weiß. Vielen Dank. Ja, ich weiß. Herzlichen Glückwunsch.
Du darfst dich jetzt einen Fotoamateur nennen. Geil. Sicherlich fehlt es dir an einigen Stellen noch an der richtigen Technik. Doch du machst dich gut. In dir schlummert ein verborgenes Talent. Ich freue mich auf weitere Bilder von dir. Nice. Fotoamateur. Gleich erstmal OnlyFans aufmachen und dann erstmal nur Katzenbilder die posten. Seeluft ist hier in jedes Katzenbilder mit Red. Na, dann der geht ja durch losgehen. Der Kanal geht durch die Decke, dann sage ich euch. Katzenbilder mit Red. Oh, hier ist eine Bank. Cool. Na, wir müssen zu Priscilla, der Delfinflüsterin. Die steht da vorne. Quatsch, glaube ich, auch gerade mit dem Delfin. Hallo. Oh, da seid ihr ja. Hey. Wir müssen hoch. Yuffie meinte, du kennst vielleicht einen Weg. Klar, ich helfe euch. Also, Yuffie hat's rausgefunden. Der einfachste Weg rauf nach Junon führt über dieses Schiff da. Seht ihr? Von da lässt sich alles steuern. Einer von uns muss das Schiff also runterlassen. Die anderen fahren dann damit hoch. Ein Aufzug quasi. Problem, wie kommen wir rauf zum Führerhäuschen? Hochspannung steht da. Mhm. Wer versucht, darauf zu klettern, kriegt einen gewischt. Wie soll's dann gehen? Hier kommt Finny ins Spiel. Der kann nämlich voll viel. Wisst ihr? Ach, richtig. Ich erzähle euch am besten mal, wie ich ihn getroffen habe. Also, ich bin im Meer geschwommen. Und da höre ich so ein süßes Fiepen. Hab's eilig. Sorry. Oh. Es tut uns echt leid. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder. Dann kannst du uns alles in Ruhe erzählen, okay? Okay, versprochen? Hier. Hm? Kennst du nicht? So, so, so geht das. Ah, verstehe. Super. Und wie geht's weiter? Finny wird einen von euch nach oben bringen. Und zwar mit einem Riesensprung. Okay. Na, wer von euch will es probieren? Barrett nicht, der ist zu schwer. Dein Metier, Alleskönner. Ah, schon gut. Okay, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Finny hat auch im Bosskampf Cloud sowieso schon auch mal hochgeboostet, ne? Dann, okay, geht das jetzt nochmal. Okay, du wirst eine Weile nicht nach Unterjuna zurückkehren können. Ja, gut, dass ich alles fertig habe. Schnellreise zur Zeit nicht möglich. Finnis großer Sprung. Einfach rein ins Wasser. Okay. Dann geht es nach Oberjunon. Die Stadt, die von Shinra geführt wird hier. Ich kann gar nicht schneller schwimmen. Jetzt. Was? Stoße die Bälle auf dem Wasser weg, denn das steigert Finnys Laune und sein Tempo beträchtlich. Und schnell müsst ihr sein, wenn ihr die Sprungzone unter den Kran erreichen wollt. Durch Kurven geht es mit Driften ohne Geschwindigkeitsverlust. Hüte dich außerdem vor jeglichen Hindernissen, da sie Finny bei einer Kollision verlangsamen. Nach links, nach rechts bewegen, R2 driften. What? Die machen da noch ein Minispiel draus? Schieß mich doch einfach hoch. Cloud, viel Glück! Ja. Diese Bälle hier? Das sind keine Bälle. Was ist das? Die Bälle. Ich darf jetzt fein nicht gedrückt halten, weil sonst ist es verlangsamt.
Okay. Nicht gegen die Bojen fliegen. Okay, ich denke, das muss ich normal machen. Der Delfin ist erschöpft. Das gefällt mir nicht. Cloud, viel Glück! Ja. Kurvenlage ist aber auch nicht so gut von dem Ding. Besonders wenn man ein bisschen mehr Speed hat. Geht ja noch weiter hier. Hat's gereicht? Okay, perfekt. Okay. Jawohl. Will ich es nicht nochmal machen. Schön! Was für ein Poser. Jetzt wieder runterspringen nochmal, ne? Okay, gut. Beim ersten Mal wusste ich nicht genau, was, wie es läuft. Beim zweiten Mal ging es. Okay, kann ich hier durch die Tür noch vorher gehen? Schade. So, das wäre das Kranfahrer Cloud. Muss ich das auch noch selber steuern mit dem Minispiel? Ja, na klar. Aber das soll runter. Ist das runter oder oben? Das ist runter? Das bewegt sich doch gar nicht. Doch jetzt. Die Sonne blendet so. Und bei dem Boot scheint aber nicht wichtig zu sein, weil Shinra hat hier keine Leute abgestellt, keine Wachen oder sowas. Wir können es einfach klauen. Okay. Gut, jetzt müssen wir darüber. Alle Mann an Bord. Captain Finny wird euch bis zum Schiff ziehen. Mit der Nussschale? Ich hoffe doch schwer, das Ding saft nicht ab. Es säuft erst ab, wenn Barrett mit an Bord geht. Kannst du schwimmen, Barrett? Setz dich hin! Danke für alles, Priscilla. Passt. Auf euch auf. Der Hund auch. Bis zum nächsten Mal. Der Hund auch. Katze oder Hund, entscheidet euch mal. Gute Fahrt! Aber wenn einer jetzt noch den Fahrstuhl bedienen muss, um das Schiff wieder nach oben zu fahren, der muss doch dann zurückbleiben, oder? Habe ich das falsch verstanden? Oder können wir danach noch wieder aufs Schiff rauf? Hey! Einmal rauf, bitte! Okay. Na, sehen wir jetzt hier noch winken beim Vorbeifahren? Wahrscheinlich, oder? Da. Hallo. Wir treffen uns oben! Okay. Wie kommt Cloud dann hoch? Okay, Hauptsache oben. Yunnan. Oh, ist eine Videosequenz.
Sehen wir jetzt die Ankunft? Wegen den Festlichkeiten? Ja. Ei! Aber erstmal die ganzen Truppen auflaufen lassen. Hui. Willkommen beim Imperium. Ja, das war das Haustier, das kennen wir ja schon. Von Rufus. Hm. Achtung! Sogar Heidegger ist da. Muss ich vom Führerhäuschen den hinterherkommen. Schließe zu den anderen auf. Mit der Tür jetzt. Ja. Flughafen von Junon. In der Stall, in der Stadt oben sollten wir auf jeden Fall nicht auffallen. Weil die sind da in Überzahl, wenn ich das so sagen darf. Hey, da sind die ja schon. Ich dachte, wir sind jetzt erstmal ein bisschen länger mit Cloud am Hochklettern oder so. Da ist er ja! Hey! Gehen wir. Okay. Ah, die Videosequenz sah nice aus. Wow, das ist ein Geschütz. Mehrere. Okay, wir müssen da lang. Kiste. Super Äther. Ich dachte, wir können hier vielleicht noch den Automaten benutzen oder sowas. Oh, die Putzkolonne. Ich habe das erste Mal Direktor Shinra live gesehen. Ja? Scheiße, ne? Okay. Die sagen gar nichts, die lassen uns hier einfach rumlaufen. Scheint hier kein Sperrgebiet zu sein. In diesem Krangebäude. Scheinwerfer? Okay. Nicht so stark bewacht wie erwartet. Ja, ne? Kümmern sich wohl um die Parade. Sind denen anscheinend nicht mehr wichtig genug, wie? Was sehr viel besser für uns ist, nicht? Die Stadt ist riesig. Wird schwierig, die Schwarzkutten hier zu finden. Also hier sind sie nicht. Gehen wir runter. Aber kommen die Schwarzkutten so leicht in die Stadt rein, wenn wir ja nicht mal unten reingekommen sind? Die haben ja nicht die Möglichkeit, auch durch den Fahrstuhl zu gehen. Das ist eine Landebahn hier unten, ne? Ja, da stehen noch Flugzeuge. Zum Ruhme Junons werde ich die Zeremonie zum Erfolg machen. Ja, guck mal, man kann die sogar schubsen und gegen die laufen. Das ist denen voll egal. Der mächtigen Kanone da oben drauf. Hey Cloud, was ist das? Die Highwind. Das schnellste und modernste Luftschiff der Welt. Shinra hat viel in seine Fertigstellung gesteckt. Warum schnappen wir es uns dann nicht? Dieses Luftschiff kann nur von einem sehr fähigen Piloten gesteuert werden. Und eine Crew braucht es auch. Schade. Wäre nett gewesen. Lasst uns lieber nach einem Boot suchen. Die gute alte Highwind. Da kommt mir genau der richtige Pilot in den Kopf. Aber dazu vielleicht später mehr. Hier stehen noch mehr Flieger rum, ey. Aber da ist hier, kann ich wahrscheinlich nicht laufen. Gibt's hier was zu gucken noch? Wenn ich weiter nach da vorne laufe, hier hinten, hier vorne? Sind da Sachen? Auf jeden Fall erstmal große Fläche mit Flugzeugen hier.
Okay, ich soll da, da darf ich mich nicht nähern. Was für ein erbärmlicher Haufen! Mit denen kann ich reden? Was ist? Hallo? Bin gerade beschäftigt. Das sehe ich. Wer die Parade sehen will, nimmt den Aufzug nach unten. Nach unten? Wieso ist die Parade nicht hier oben? Das ist aufgebaut wie so ein Flugzeugträger, ne? Hier so diese Landefläche und da dieser Turm hier. Könnte auch so auf einem Flugzeugträger draufstehen, halt. So, vorne lassen sie mich auf jeden Fall nicht durch, um nochmal neue Sachen zu gucken. Wir werden jedem zeigen, was die Junon einhalten können. Gar nichts könnt ihr. Ah, da kann ich auch nicht weiter. Da auch nicht. Wir werden jedem zeigen, was die Junon. Wir müssen dem Neuen. Dann nehmen wir eben den roten Teppich. Fernsehkameras ja auch noch. Für Propaganda. Ah, oh, da darf ich auch nicht lang. Okay, umsehen ist nicht keine angesagt. Ungewöhnlichen Vorkommnisse in Abschnitt A und B. Wir nehmen den Fahrstuhl nach unten. Coole Kampfjäger. Können wir Top Gun nachspielen. Okay. Noch eine View-Sequenz ist ja voll spektakulär heute. Shinra-Konzern. Nein, nicht nötig. Lasst sie ruhig. Herein. Verzeihung, ein Bote aus Wutai möchte Sie sprechen. Gouverneur Saruf schickt ihn. Ach. Er nannte sich Oberst Glenn Lodbrok, Herr Direktor. Na gut. Ein Lodbrok aus Wutai. Hä? Das ist eine Kapuze. Marco-Augen. So ein bisschen. Doch noch am Leben, ja? Eigentlich bin ich mausetot. Kommen wir gleich zum Punkt, Herr Direktor. Ich gehe davon aus, dass du die großen Pläne deines Vaters und unseres Gouverneurs weiterführen wirst. Das habe ich vor. Dann bin ich ja beruhigt. Immerhin haben wir einen Krieg anzuzetteln, vergiss das nicht. Wie du weißt, ist die Stimmung zwischen Shinra und Wutai überaus angespannt. Beide Seiten wollen die Magnus-Materia. Darüber bin ich im Bilde. Aha. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mein Vater ist nicht mehr. Und ich habe eine neue Vision. Immer noch der freche Bengel von damals, der stets seinen Kopf durchsetzen will. Sag bloß, du glaubst auch immer noch das Märchen vom verheißenen Land. Eine unerschöpfliche Gier. Ihr Shinras habt nichts als Marco im Kopf. Damit fällt ihr das Todesurteil für unseren Planeten. Ein Krieg bringt den Menschen Wut, Leid und Hass. Doch auch eine bisher ungekannte Einigkeit. Stürzt die Welt ins Chaos, hat der Planet die Chance, wieder aufzuleben. Der Planet will es so. Wir müssen ihn an den Rand der Zerstörung bringen. Da muss ich. Das Ganze war eure Idee. Also ziehen wir es auch durch. Spiel mir bloß nicht den Unschuldsengel.
Gemeinsam sorgen wir für Gerechtigkeit. Ah, fast hätte ich's vergessen. Die Nachricht von Gouverneur Saruf. Meine herzlichsten Glückwünsche zur Ernennung zum Direktor. Shinra ist in guten Händen. Okay. Wollten also beide Seiten Krieg anzetteln. Also welche von Wutai, aber heißt halt nicht, dass alle von Wutai damit eingeweiht sind. Vielleicht auch nur so ein paar Leute, die jetzt mit Rufus da den Krieg auslösen wollen. Vielleicht auch nur er als Geheimtyp, der von Wutai mit dabei ist. Ich denke nicht, dass alle den Krieg wollen. Was für eine Verschwörung. Vorsicht! Hier wird gerade Fracht verladen. Echt? Also bitte Abstand halten. Die Parade findet unten statt. Dankeschön. Aber hier können wir uns noch ein bisschen umsehen und sogar auch Sachen mitnehmen. Von daher nutze ich das noch aus. Ah, guck mal dahinter. Vielleicht gibt es hier noch die ein oder andere neue Waffe versteckt. In der Kiste oder so. Hier geht es noch eine Treppe nach oben. Könnte ich auch noch leicht mal lang gehen. Okay, hier geht's nicht weiter. Da ist Ende. Auch hier, wenn ich hier rausgehe? Ja, ne? Okay. Verstehe. Da drüben auch. Schaut euch in, was für eine Reichweite hat so eine Makrokanone eigentlich? Was ist das hier? Da geht's auch noch lang. Ich glaube, da muss ich sowieso lang. Das ist der Hauptweg. Das ist eine Makrokanone hier auch noch. Nicht mal eine normale Knarre, sondern eine Makrokanone. Ballert erstmal über den halben Planeten. Ha, siehst du? Da haben wir eine Kiste. 2000 Gil! Bestimmt der ganze Sold von allen Soldaten, die hier anwesend sind. In einer Kiste gewesen. Okay, jetzt habe ich, was ich wollte. Ja, wenn sich mal rein, hier unter uns gemischt hätte. Sag mal Reichweite. Ah, hier. Verlaufen? Nee. Die Stadt befindet sich unten. Der Aufzug bringt einen schnell hin. Okay, danke. Was für eine Reichweite hat so eine Makrokanone eigentlich? Na, ich dachte, sie kriegt vielleicht mal eine Antwort auf die Frage. Ich hätte gern mal gewusst, welche Reichweite diese Knarre hat. Heute muss Junon zeigen, was Metalldetektor? Es kann. Funktioniert nicht. Meine Frau ist ganz vernarrt in diesen neuen Direktor. Aha. Ja, er wird immer weil der frischer ist als du. Wir werden den Direktor auf jeden Fall beschützen. Wo ist denn der nächste Fahrstuhl? So möchte ich auch gerne mal empfangen werden. Ja, ne? Hier ist noch ein Hinterbereich. Was ist das denn hier? Sieht aus, als könnte man da später hin. Der Aufzug hier führt über Unter-Junon bis zum Unterwasserreaktor. Ohne Erlaubnis kommt hier niemand rein. Ah, der geht zum Unterwasserreaktor. Interessant. Ich denke mal, den können wir später benutzen. Das wäre auf jeden Fall interessant. So, aber das hier ist jetzt der Fahrstuhl, den wir jetzt nehmen können, um hier nach unten zu kommen zur Stadt. Okay, Leute, dann machen wir in der nächsten Episode weiter. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß beim Zusehen. Wir haben mit dem Delfin gespielt und sind jetzt in Junon oben in der Stadt angekommen. Und mal sehen, ob wir in der nächsten Episode die Parade auch zu Gesicht bekommen für Rufus, für Shinra. War auf jeden Fall interessant, die Videosequenzen. Und sahen richtig gut aus. Also danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Final Fantasy VII. Ciao, ciao.